Willkommen zurück zu I am Satsuna. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, wo wir Kir gestoppt hatten, dass er Satsuna wieder in Ordnung bringen soll, da er sonst sein eigenes Leben weggeworfen hätte. Und währenddessen wurde ja das Dorf hier von einem Monster angegriffen, oder von mehreren, keine Ahnung. Das werden wir jetzt einfach mal überprüfen. Muss man bloß mal gucken hier. Da geht's nicht rein, also müssen wir außerhalb des Dorfes. Irgendwo hin. Wo halt dieses Monster sein könnte. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. in das Zelt kommt man schon mal nicht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Können wir hier rein? Kann man nicht. Vielleicht hier oben lang. Das wäre ja auch Schwachsinn. Weil dann kommen wir ja wieder außerhalb irgendwo hin. Spirit Night Pillar. Aha. Ne, wir gehen mal zurück wieder ins Dorf. Auch wenn die Battle-Musik gerade ja ein bisschen Quatsch ist. Aber ich halt einfach bloß zu blöde bin, das zu finden hier. Und hier haben wir wieder noch das Item. Ja. Monster, hallo, Monster. Vor allem hier sind keine Monster, ich verstehe das nicht. Schon komisch. Von hier in das Zelt kannst du nicht rein. Und woanders ist er hier jetzt auch nicht. Doch hier ist was. Den habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich habe Angst. Komm schon. Ah, ich habe Angst. Keine Angst, wir sind bei dir. Ach, wir sollen Kinder retten, oder was? Das Monster kommt näher. Scheint ja ein großer Brocken zu sein. Ist er verschwunden? Ja, scheint so. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Oder mich. Oder irgendwas. Ah, ich bin um Satsuna besorgt. Lass uns zu Haidos Haus gehen. Na, das Monster wird bestimmt gleich nochmal angreifen. Würde mich nicht wundern. Satsuna, geht's dir gut? Ich war sicher, das war's für dich. It's your God. Nee, was? It's your God. Your life is more important to us than anything else. Für mich als Garde ist dein Leben wichtiger als alles andere. Selbst als unser eigener Leben. Stay laying down. Jetzt, wo das Monster verschwunden ist, werde ich nach Medikamenten oder halt irgendwie nach speziellen Blättern suchen, Kräutern. Ich werde zurückkehren, aber es könnte ein wenig dauern. Hier, danke. Alles dank dir. Was ist mit dir? Vor einer Minute. Warst du noch sehr aufgebracht? Irgendwie so. Was? Nein! Ihr wart die einzigsten, die gearbeitet haben, alter Mann. Oh Gott, das Monster, sag ich doch, ist wieder da. Das Monster, es ist das Monster. Es attackiert.
Chef Heido. Ich glaube, er managed to get away into the forest. Ich glaube, er kämpfte im Wald. Aha. Ach, der wird da gelogen haben. Der wird nicht nach Kräutern gesucht haben. Der wird wahrscheinlich sich das Vieh schnappen wollen. Weil es ihm wahrscheinlich selber so ein bisschen gerade auf den Keks geht. Und dadurch hat er ja das Dörfchen ein wenig mehr beschützt. Also, das musst du deine Meinung ändern. Wenn ich das... Aha. Tut uns jetzt, Setsuna wieder beibringen? Beitreten. To the place, my true power lies sleeping. Ah! Das war jetzt da, wo wir vorhin schon waren. Und da wird wahrscheinlich auch dieses Monster, nehme ich mal an, sein. Der will sich jetzt nämlich seine wahren Kräfte zurückholen. Da bin ich ja mal gespannt. Da was passiert. Setsuna soll hier bleiben und sich ausruhen. Aha. Was ist los? Tut mir leid, I know. Ich weiß, dass du in Eile bist. Aber ich wollte sicher gehen. But I wanted to make sure I said this to you. Ich wollte dir noch was sagen, bevor du gehst. Ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum habe ich die Zukunft gesehen. Aber du warst nicht da. Ich rufte deinen Namen. Aber du bist nicht erschienen. Ich war so traurig, so alleine. Und ich öffnete meine Augen. Und nun, nach diesem Traum, bist du hier. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich froh. Ich fühle mich nicht froh, das hört sich scheiße an. I feel like you're protecting us. Oh. Na doch, eigentlich, ich bin froh, dass du uns alle beschützt. Also bitte. Also bleibe bis zum Ende meiner Reise bei mir und sehe, was ich vollbringe. Bitte bleib bei mir bis zum Ende oder bis zum finalen Moment. Ja, das hat schon was von eindeutig Final Fantasy X. Jetzt wissen wir nicht, ob das richtig war, aber ich nehme es mal an. Spirit Knight Pillar. Wow. Warte mal. Ach, links war ein Item. Das habe ich genau gesehen. Ah, es ist eine lange Zeit her, dass ich das letzte Mal hier war. So, das ist also der Spirit Knight Pillar. Oder Felsen, besser gesagt. Ja, das ist er. I guess you could say the thing is like a crystallist of mass of all the energy. Aha, das ist also ein Kristall aller gebündelter Energie, die hier in der Gegend, sag ich jetzt mal, zusammenkommen. Und deswegen wahrscheinlich die Monster auch, denke ich mal, äußerst stark aktiv sind.
Das ist der große Moment. Hey, da kommt was. Magische Energie. Zieht Monster an. Das heißt, wir müssen verteilen. Naja, kein Problem. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? Protect. Das ist geil. Blowbeat? Was ist Blowbeat? Kenn ich gar nicht. Schock, was mach? Ja, schade, ich hätte gedacht, das kann man jetzt sehen. Machen wir mal so. Weil wenn das Vieh da unten ist, würde ich das gerne mal ausprobieren. Warte mal, Aura. Was ist denn Aura? Ach, das heilt uns, glaube ich. Ne? Ach, alle gleich. Nur das ist ja geil. Technik Protect Charge. Ah, da brauchst du wahrscheinlich schon ganz schön viel. Oh, was verfehlt. Naja, toll, brauche ich nicht angreifen. Da brauchst du aber schon ganz schön viel Angriffskraft. Nee, was war? Nicht Angriffskraft. Oh Gott, was rede ich denn hier mal? Da brauchst du ganz schön viel MP. Wenn du das so angreifen möchtest. Mit den ganzen Techniken. Ist bestimmt cool. So, wir können Zyklon einsetzen. Nee, machen wir mal Schock jetzt hier. Ich möchte das nämlich gerne mal sehen. Aha, okay. Schon tot. Und er auch. Sehr schön. Und sogar 46 EP-Punkte. Noch mehr. Ihr seid aber anhängig. Ah, wir müssen immer auf den mitlassen. Dann lohnt sich das wenigstens. Wow. Das ist eine geile Attacke. Die muss man uns merken. Oh, zieht extrem viel MP, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist natürlich nicht ganz so cool. Strike auf ihn hier. Ein bisschen abgezogen. Ja, reicht nicht ganz, schade. Ich wünschte mir, wir hätten jetzt noch ein bisschen EP-Punkte. Ach, EP-Punkte. MP meine ich. Wie heißt es? Ach, für dieses Massenheil-Gedöns da, was wir gerade hatten. Wäre natürlich cool. Das ist immer noch nicht down. Wow, hält ganz schön was aus. Vor allem braucht Kier ganz schön lange für seine wahre Kraft. Der könnte ja einfach mal so zwischendurch mal sagen, ja, ich bin fertig. Aber wahrscheinlich will er so viel wie möglich rausholen. Jetzt kann man ihn auch wieder voll angreifen, hier das Vieh. Hat was vom kleinen Eichhörnchen. Mit zwei Schwänzen natürlich. Das Teil ist aus. Du hast eigentlich schon öfters angegriffen gehabt. Er ist wenigstens Level Up, das heißt volles MP und LP. Passt. Oh, da sind noch mehr. Machen wir mal so. Oh, sehr nice. Zur Not verwende ich dann jetzt doch mal ein
Äther, weil so langsam könnte es knapp werden. Sehr schön. Zyklon Aura. Nein! Oh, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ja, immerhin zwei down. Der ist auch down. Dann machen wir nochmal Aura auf sie, aber. Oh, war das knapp. Sehr schön. Schock nochmal. Aber schon überraschend, dass das selbst nicht bringt, diese Zauber wie Schock oder Blitz, Eis, was weiß ich, dass die auf diesem Ball nicht oben sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd, finde ich. Noch mehr, was ist das denn? Schutz. Ah, das passt schon. Blobby. Oh ja. Die scheinen teilweise dann instant down zu sein, habe ich so das Gefühl. Das ist natürlich klasse. Bei den Boss-Mobs wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, aber jetzt hier bei denen, ein Mann frei. Ich kann es fühlen. Es kommt zurück. Eine magische Energie kommt zu mir. I'll be fine now, everyone. Mir geht's gut, Leute. Geht zurück zum Dorf. Ich werde euch folgen, wenn der Rest hier getan ist. Ah, das glaube ich dir nicht. Du hast genug Monster besiegt. Ich glaube kaum, dass noch welche kommen werden. Ich werde mich selbst beschützen. Es ist kein Grund, dir mehr Sorgen um mich zu machen. Bitte geh zurück zum Dorf. Okay. Sei vorsichtig, Kleiner. Los, lasst uns gehen. Aber zuvor das Item endlich mal. Jetzt. Wahrscheinlich muss da die Energie da drinne. Ach, hört auf, so rumzuschreien, ey. Wahrscheinlich muss er die Energie da drinnen speichern, bevor er das Dorf verlässt. Das würde mich nicht wundern. Ich höre hier immer noch Kampfesschreie oder Kampfesmusik, sag ich mal. Ah, da. Ah, ihr seid zurück. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Was ist der Kleine? Er ist noch am Spirit Knight Pillar. Jetzt ist seine Magie zurück. Ah, ihr seid zurück. Hey, wir sagten doch, du sollst liegen bleiben. Ah, mir geht's besser. Lasst mich euch helfen. Vorsicht. Oha, das sind eine Menge. Jawohl, mit einem Schlag. Der hält sein Schwert mit dem Schwanz fest. So, so cool. Setsuna, bist du in Ordnung? Oha. Was ist das denn? Oha. Das Teil nenne ich mal riesig. Get in the way. Ja, jetzt können wir aussuchen, mit wem wir kämpfen. Entweder haben wir Heilung. Ist aber die Frage, wer heilt denn? Ich glaube, wir heilen auch. Das heißt, wir könnten
Eterna mal austauschen? Ich weiß gar nicht, kann man im Kampf auch austauschen? Das wäre natürlich klasse. Aber ich glaube kaum. Hm. 606 MP, das ist schon krass. Oder? Nee. 89 plus. 89. Er scheint doch nicht so stark zu sein. Aber wir sollten vielleicht Setsuna mal behalten. Wir lassen es mal so. Vielleicht kommen wir so ganz gut zurecht. Das ist ja riesig. Combo. Warte mal hier. Spott. Oder provozieren, was er sagt. Wow, haut der rein. Schutz. Aura. Für uns auf jeden Fall. So. Jetzt machen wir nochmal Eva auf uns. Da wieder vorhin. Genau. Oh, Laserstrahl. Natürlich. Noch ein Wunsch. Oh Gott. Aura. Oh, war das knapp. Also wir sollten auf jeden Fall in jeder Stadt irgendwo etwas haben. Nice, geschafft. Mit dem wir uns heilen können. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Da freut sich einer zu viel. Ich möchte dich etwas fragen. Ich habe ein schlechtes Gefühl deswegen. Sieht aus, als wüsstest du, was ich sagen will. Ich möchte mit euch kommen. Ich will sehen, wie es in Setsunas Reise. Und ich will mein Leben, mein eigenes Leben leben. Bitte passt auf Kier auf. Du verlässt uns. Du verlässt uns. Du gehst weg. Naja, man kann ja mal nachgehen, nach draußen. Ich werde aber zurückkommen. Och, wer ist das denn? Ich habe auf dich gewartet. Es tut mir leid, Bruder Thor. Ach, das ist der Bruder. Oha. Er lebt nicht mehr. Ich weiß es. I wanted to tell me of your death. So your magic and your spirit came back here like this. Aha. Den seine magische Energie ist wieder hier zum Dorf zurückgekommen. Und jetzt will er wahrscheinlich. Kannst du mich hören, Bruder? Hör zu. Jetzt hat er den wahrscheinlich ins Jenseits geschickt. Ah, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Shit. Ja. Naja, lief ja doch mal ganz gut. So, und jetzt habe ich wieder irgendwas mit Berg gelesen. Das werden wahrscheinlich die gewesen sein, die links da waren. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss hier. Sollte die Folge jetzt
extrem lang sein, weil ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl. Deswegen, wenn ich so auf meine Uhr gucke, würde ich sagen, ich schneide es an einer gewissen Stelle beim Kampf beim Boss. War ja jetzt nicht so aufregend. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.